Nightwatch, Demons Are Forever, ein nach 30 Jahren nachgereichtes Sequel zum Originalfilm Nightwatch, der für mich persönlich eine unglaublich hohe Bedeutung hat. Den habe ich mit 14, 15 etwa im Kino gesehen und das ist einer der Fälle, wo ich wirklich Angst im Kino empfunden habe. Des Weiteren ist der Film mit seinen geringen Mitteln extrem spannend und vielschichtig inszeniert und er hatte auch noch diese Metaebene drin, dass die beiden Hauptfiguren darüber reden, sie seien in einem Film und noch ganz viele andere Sachen. Und wie speziell dieser alte Film war, kann man daran sehen, dass es 3 Jahre später im Zuge des Scream-bedingten Horror-Sequel- und Remake-Wahns ein amerikanisches Remake mit Ewan McGregor gab und da waren alle Kanten und Ecken des Originals geradezu ausgebügelt und es blieb ein ziemlich farbloser Film über. Jetzt kommt nach 30 Jahren ein zweiter Teil, wieder von Regisseur Ole Bornedal und wieder sind die Hauptfiguren da mit drin und ich hätte diesen Film nicht gebraucht, aber da der erste halt so prägend für mich war, nehme ich ihn gerne. Jetzt ist das Problem, dass ich über den Film nicht sprechen kann, ohne das Ende und die Pointe des Originalfilms zu beschreiben, einfach weil darauf die gesamte Handlung basiert. Das heißt, wer den Originalfilm nicht kennt, möge jetzt verschwinden, anschauen und dann hier weiter gucken. Und ansonsten legen wir los. Im Originalfilm war ja Student Martin in einer Leichenhalle angestellt, wo unter anderem auch die Opfer eines Serienmörders eingeliefert wurden. Im Laufe der Handlung erwies sich der ermittelnde Polizist Wormer als eben jener Täter, attackierte am Schluss Martin, seine Freundin Kalinka und seinen Kumpel Jens und trotzdem kamen die drei da lebend raus. 30 Jahre später, ja, ich habe selten einen Fall gehabt, wo es so unangenehm war, zu den alten vertrauten Filmfiguren zurückzukehren, wenn man da hört, was alles in der Zeit passiert ist. Denn Kalinka, das ist jetzt kein Spoiler, weil es wirklich in der Anfangsminute erzählt wird, Kalinka ist tot, sie hat sich erhangen, weil sie die Ereignisse von damals nie verarbeitet hat. Wormer hat den Angriff damals, den vermeintlich tödlichen Niederschuss überlebt und sitzt seitdem in einer Psychiatrie. Und Jens ist irgendwo weit, weit weg und Martin, ja, hat den Tod seiner Frau und auch alles andere nie richtig verkraftet und ist ein Tablettenwrack. Also selten war es so hässlich, seine alten Figuren wiederzusehen. Die Hauptfigur ist aber die Tochter Emma, die auch die Tochter des Regisseurs ist. Die will endlich Klarheit haben, was ist damals passiert, weil sie irgendwie die vollständige Geschichte nie gehört hat. Und sie will ihrem Vater endlich was Gutes tun und die Angst vor Wormer nehmen. Deswegen nimmt sie einerseits seinen alten Job in der Nacht, in der Leichenhalle an, macht also auch auf gleiche Weise diese Nachtschichten. Und zum Zweiten geht sie in die Psychiatrie, in der Wormer sitzt, macht ein Video von ihm, in dem er als blinder, hilfloser alter Mann erscheint und will das ihrem Vater vorlegen, um zu zeigen, vor dem musst du keine Angst haben. Allerdings löst sie damit eher, ich sag mal, das Gegenteil aus und ab da muss ich jetzt die Handlung nicht weiter beschreiben. Ich habe es schon mehrfach betont, die Figuren, wenn man sie aus dem Original nimmt und sieht, was hier von ihnen übrig geblieben ist, das ist deprimierend. Ich als jemand, der auch schon vor 30 Jahren im Kino saß, muss feststellen, ja, so bin ich auch gealtert und ich bin auch ehrlich gesagt genauso müde wie Hauptfigur Martin. Ansonsten mit der jungen Hauptdarstellerin haben wir eine großartige Heldin, also die macht das 1+ mit Sternchen. Was den Film ansonsten angeht, gibt es unterschiedliche Punkte. Es gibt Dinge, die sind Referenzen an das Original, es gibt Dinge, die kopieren das Original und bei manchen bin ich mir nicht ganz sicher. Zum Beispiel, dass Martin im Original da immer in seiner Überwachungskabine saß und da irgendwie ein paar Motten oder so unter der Lampe rumgeschwirrt sind. Die tun es jetzt immer, die tun das immer noch, die schwirren da immer rum. Dasselbe hässliche Bild hängt in der Überwachungsloge an der Wand oder beziehungsweise da unter der Theke. Und auch im ersten Film wurde Martin von so einer grantigen älteren Person eingearbeitet, als er den Job übernommen hat. Hier gibt es fast eine identische Sequenz. Also diese Zusammenspiele, wo das einfach nur eine Referenz sein soll, wo es einfach kopiert. Ich weiß nicht, wo es gewollt und ungewollt ist. Die größte Stärke des Films sind für mich aber Sequenzen. Das heißt nicht der gesamte Film, aber einzelne Parts sind für mich bis an die Unerträglichkeit hochspannend. Zum Beispiel, wenn Emma zum ersten Mal in der Nachtschicht durch die Leichenhalle geht und man ihr sagt, da unten geh lieber nicht rein und sie geht dort rein, steht in der Leichenkammer, da passiert nichts anderes, als dass eine junge Frau in einer Leichenkammer steht oder in einem Raum.
aber das wird mit der Musik und allem so zu einem Spannungsmoment. Genauso die Szene, in der sie zu Verma in die Zelle geht. Diese, ich glaube, rund 5 Minuten lange Sequenz ist wow. Also da habe ich mich im Sitz festgekrallt. Ansonsten gibt es eben auch Phasen, wo eher über die Vergangenheit geredet und getrauert wird. Und da wird der Film eher zu einem, na, Altherrendrama ist das falsche Wort, aber wir wollen ja hier wirklich, wir wollen am Ende einen Horrorfilm sehen oder einen spannenden Film. Und da geht dann hier und da ein wenig das Tempo raus und das Ganze zerfasert, wird aber dann im Showdown wieder richtig in die richtige Spur gelenkt und da wird Vollgas gegeben. Der Originalfilm ist im Grunde ein Klassiker und ich würde sagen, für mich beschädigt dieses Sequel diesen Klassiker ein wenig, einfach weil ich jetzt weiß, was die Hauptfiguren, die damals entsprechend aufgetreten sind, danach erleben oder was mit ihnen danach passiert. Und insbesondere auf eine oder zwei Figuren, wenn ich jetzt das Original nochmal gucke, denke ich nicht, denke ich nur noch daran, was mit denen mal passieren wird oder wie es verlaufen wird. Und das ist schade. Der Originalfilm ist ein Klassiker und dieser zweite Teil wird, ich weiß nicht unbedingt, ob das ein Klassiker wird, ich zweifle es, aber vielleicht muss man sich von diesem Ballast, von dem alten Film lossagen und einfach für sich nehmen. Ein ungewöhnlicher, funktionierender, spannender Film mit dem einen oder anderen Durchhänger. Ich komme jetzt auch mit ein bisschen persönlicher Sympathie und klatsche ihn deswegen auf 4 von 5 Punkten. Die meisten dürften ihn etwas tiefer ansetzen, aber auch das ist in Ordnung. Wie seht ihr das? Habt ihr den Originalfilm gesehen? Vielleicht sogar damals, als er rauskam. Wie fandet ihr dieses Sequel? Was auch immer euch einfällt, erzählt es doch mal in den Kommentaren unter diesem Video. Ansonsten könnt ihr wie immer gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo und wir sehen uns gerne zur nächsten Kritik. Macht's gut, bis dann, ciao.